Moin, ihr Lieben. Wir werden uns jetzt mal wieder ein bisschen blamieren, indem wir wieder kleine Geister jagen. Mit von der Partie ist unsere Dana Maus und unser David Rostock. Schaut auch mal bei ihnen hinein. Die kommen wirklich aus Rostock. Das sind echte, wahre Ossis. Ja. Gegen einen gut aussehenden Wessi wie mir, Grobi, die macht. Ne? Ja. Also ein Abo wäre nicht schlecht. Daumen nach oben wäre mir recht. Daumen nach unten. Ihr kennt mich als Feedback in die Kommentare. Man kann ja nur besser werden. Alles klar, Leute. Bis dann. Man kann nur besser werden. Ja, man kann nur besser. Hau den mal auf die Platte, ey. So, jetzt gehe ich erstmal auf Shoppen und dann soll ich ins EMF, ne? Geisterbox, UV, Kurze, ja. Kopf, Rauchwerk, Papa, Salz, Schallsender. Wo haben wir das? Klops. Oben rechts. Warum sagst du mir das denn nicht gleich? So, ne, ich habe immer noch das alte System. Aufrüsten, warte mal. Na, aufrüsten heißt bei mir wieder 3000, weißt du? Und ich habe gerade mal 925. Das ist doch kacke. Okay, dann müssen wir erstmal gleich hier. Ja. Oder der Geist jagt uns, je nachdem. Oder so. Alle? Okay. Habe ich jetzt was dabei getan? Kann man das sehen? Weiß ich nicht. Nein, ich habe schon alles da nach reingebuttert. Okay. Ja, aber ich meine jetzt wegen der Bereitdings. Der macht das sonst immer alles. Achso, wenn da schon alles drin ist, dann kann ich ja nichts mehr reinmachen, ne? Ja. Gut, Leute, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich habe jetzt schon wieder Angst. Ich war auch wieder beim Discounter, habe mal wieder 5 Unterhosen gekauft für 1 Euro. Kommt in ein Spezialmüll. Willow Street ist ja wohl einfach, ne? Das ist das kleine Häuschen. Ja, das ist schon richtig, aber, ne? Schon wieder, ja? Ich mach das nicht mehr mit dir. Das sehe ich irgendwie nicht mehr ein. Kann noch nicht sein, ey. Ja, initialisiert. Halte deinen geistigen Gesundheit oben, indem du im Licht bleibst. Aha, immer schön Licht anmachen, passiert mir nichts. Ein kürzlich gebautes Zweiter, du Taita, haha. Du hässlicher Vogel. Hüpfen kann man ja immer noch nicht. Also ich sag, es ist ein Kellergeist. Ich sag, das ist Grobigeist. Dana hat schon 100%. Ah, da. So, pass mal auf. Wir werden Zeuge eines Geistesereignisses oder werde Zeuge eines Geisterereignisses. Finde mit der EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Erreiche ein durchschnittliches Sanity von unter 25%. Dürfte eigentlich gut gehen, oder? Ich nehme natürlich wieder meine Kamera mit und Dings. Und hey, wo sind denn unsere alten neuen Taschenlampen? Ja, Donner hat ja reingepackt. Ah, scheiße. Ja, müssen wir nachher mal andere Taschenlampen reinmachen. So. Nö, du kannst ja nichts dafür, du hast sie ja noch nicht. Ich hab die ja. Andere. So, da wollen wir mal. Mit der Discounter-Taschenlampe. Also wenn wir jetzt verlieren, liegt das nur an den Taschenlampen. Ja. Mach besser beide Türen auf. Ist besser, dann kann man besser weglaufen. Hallo! Könnt ihr mich hören? Hier im Spiel? Ja. Ja, ich frage ja nur, ich muss das ja wissen, weil dann fühle ich mich auch, ne? Ich habe hier so leichte Ausschläge hier in dem kleinen Badezimmer. Ja, auf 1 geht er. Oh. Oh, weggespült den Geist. Ja. Chicato. Aber dann kann aber auch sein, dass der wieder hier... Ja, genau, da wo du bist jetzt, David. Hier ist Knochen, warte mal, den hole ich mir eben. Ein Handy geht. Was für ein Handy? Wo ist das Handy? Hier in der Küche liegt das Handy. Gut, dann ist der auch da in der Gegend, weil er hat nämlich da gerade mal
Das Blöde ist, ich achte nie auf den EMS. Ich gucke immer auf den Boden hier, ne? Wo haben wir denn hier nochmal den Schaltkasten? Der wird bestimmt unten im Keller sein. Mach keinen Mist, erzähl doch nicht sowas. Bin in der Garage. Ja, du hast recht, der ist im Keller. Das ist nicht schön. Keller immer blöd. Also ich hatte hier im Badezimmer vorhin so leichte Zucken und schon wieder leichte Zucken. 0 auf 1. Na, ich gehe mal. Au, oh, hier, vor der Tür, im Keller, vor der Tür. Hier vor der 3. 2, 3. Heute aus dem Kellergeist. Meinst du? Ja, weil dann hat er nämlich die Tür wieder zugemacht, als Dana runtergegangen ist. Okay. Weil ich stand ja nur so leicht auf. Ja. Dann macht er die Tür nicht wieder zu, macht ja keinen Sinn. Ne. Da wäre der Stromkasten. Ja, dann macht den, mal an. Warte, ich gehe mit rein hier. Nee, draußen. Oh, ich dachte mir, dass ich jetzt schon drinnen bin, ey. Ah ja, hier. Er muss erstmal vorher gucken, ob hier irgendwo ein Buble ist. Ja, oder so. Strom ist an. Was stand da vorhin? Ich soll im Licht gehen, da passiert mir nichts, ne? So war das irgendwie. Ah, ich fühle mich direkt schon wohler. Nee, also einen Kellergeist meine ich nicht. Da hätte ich schon längst wieder hier Aufschlag bekommen. Ja, das ist hier. Der ist oben, also vor dem Keller. Vor dem Kellertür, ja. Randaliert und mundiger Mund. Ja, dann kommen wir doch mal rauf. Ja, hier schlägt er wieder aus. Dreier. Ja, oh, Fünfer. Volle Fünf. Volle Fünf, Leute. Wir haben einen Fünfer. Dann gehen wir doch mal direkt ins Büchlein und machen direkt Beweis Nummer 5. EMF 5. Und ich denke mal, wir haben auch das eine jetzt geschafft. Ich hole jetzt mal einen Dot. Hast du Kamera dabei? Ja, aber kein Stativ, ne? Doch, mit Stativ. Ja, super. Dann komm, dann hole ich. Gerade, ob jetzt vielleicht irgendwo noch ein Bobbler auftaucht. Aber... Achso. Bring mal eben hier so einen Dot mit. Okay, dann positioniere ich die Kamera mal hier oder dahin in die Richtung. Nein, die werden in die andere Richtung, weil er eher so in die Richtung rumrandaliert. So, wo schmeiß ich ihn hin? Hier? Jo. Ich hole noch einen. Genau. Aber erstmal nehme ich meinen Schlüssel mit. Gott, kriegt alles Geld. Aber voll die Pimpe ausgeschlagen, also richtig von Hölle. Also EMF haben wir geschafft. Wo bist du? Wie alt bist du? Keine Reaktion. Aber ihr habt Luftblasen im Maul. Ja, wir sind 5 Grad, Grobi. Ja. Hast du ein Buch mitgenommen, Dana? Ja. Gut. Komm mit dem zweiten Dodge. Zeigst du mir das mal da, wo ich ihn hinwerfen soll? Ich weiß nicht, der liegt ja hier schon. Schmeiß ihn einfach hinten da zum Flur rein. Weil jetzt haben wir vorne die Küche. Hier zum Flur meinst du, wo der Buch liegt? Aber andersrum, ne? Weiß ich, wo das Buch liegt. Das liegt hier auf dem Sideboard. Hier liegt auch ein Buch, oder was ist das hier? Das hat er hingeschmissen. Das hat der reingeschmissen. Okay. Dann machen wir doch mal ein Foto von, ne? Man weiß ja nie, ne? Hallo? Treib ins Buch. Was war da, ne? Alter! Kurz gehandelt. Ja, wäre Zeuge eines Geistes. Also Geister irgende. Jetzt handelt er wieder. Oh, er handelt. Er handelt. Ja, jetzt ist Dana definitiv dran. Oh. Er teilt sich Dana. Echt? Ja.
Ja, das ist wieder so schwierig, weil er ist zwar durch den Dot gelaufen, aber er war ja sichtbar. Ja. Warte mal, wie war das denn? Das ist dann die Beweise. Ja, viel angedinscht hat hier. Fotos haben wir, Knochen ist da, aber das Buch hat er nicht angenommen. Beweise. Also wir haben jetzt nur EMF, ne? Ja. War viel angedinscht, angefasst und umrandaliert, aber kein Ultraviolett. Ja, ich hol mal. Nimm mal links, okay, mit. Also, wo liegt das Buch? Hier hinten. Ach, halt doch die Schnauze. Häng mich nicht an. So. Ach komm. Verpiss dich. Er kommt ins Wohnzimmer, er läuft ins Wohnzimmer. Verpiss dich. Mann! Ach, hat er dich? Ja. Und tschüss. Ich wollte gerade die Geisterbox rausholen und dann fing er schon wieder an. Könnt mich mal. Akrobi! Was soll ich denn machen? Er reißt die Tür weg, war. Komm, du musst uns noch fotografieren. Ich hab euch doch schon fotografiert. Ach so, gut. Warte mal. Beweise. Ja, EMF. Warte mal. Was ist denn mit Ultra? Da haben wir noch alles Mögliche. Können wir noch nehmen. Sehr aggressiv. Ultraviolett war nix. Nee, aber gibt er mir hier ein Buch an. Oh. Dots auch. Ist alles da, ne? Geisterorb ist auch. Geisterbox ist auch. Ist alles also, da. Orb kann man, glaube ich, ausschließen. Ja. Geisterbox, keine Ahnung. Konnte ich nicht ausprobieren, weil beim ersten Mal hat er nicht drauf reagiert. Hm. Ja, Temperatur, keine Ahnung. Konnte ich nicht gucken. Guck mal, wir haben aber alle drei Aufgaben erledigt. Ich denke, weißt du was, wir machen Rate mal mit Rosenthal, weil wenn ich jetzt auch reingehe, haben wir wieder alles weg, das ist blöd. Ich habe Gespenst genommen. Ja, warte mal. Ich nehme mal, Gefriertemperatur war eigentlich schon, ne, 5 Grad hast du gesagt? Ja. Aber viel Qualm in der Fresse. Ich nehme mal Gefriertemperatur und ich nehme Geisterbuch. Aber der hat auch einiges angepackt, hast du gesagt, ne, der war weggeworfen, ja, und so, ne? Dann nehme ich Ultraviolett, das wäre ein Chin. Was ja, macht? Ja. Also ich bin ja mit Ultraviolett hier lang gegangen. Ach so. Ach so. Okay. Tja. Also ich gehe jetzt da nicht mehr alleine rein, das bringt mir nichts. Geisterbox, ne, hast du ja gesagt, war ja nichts. Und Geisterorb, hast du ja auch nachgeguckt, da war nichts. Also Gefriertemperatur nehme ich auf jeden Fall und EMF 5, das war ja. Außer Gefriertemperatur, aber da war ja schon ziemlich kalt. Was ist, wenn ich Buch nehmen? Wäre ein Shade. Ja, Shade oder Oni, einer von beiden ist es. Ne? Shade, warte mal, was macht der Shade? Wo haben wir den denn? 9, da. EMF5, Geisterbuch, Gefrierpunkt. Stärke, er ist schwierig, einen schüchternen Geist zu entdecken. Schwäche sind ein Shade, wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in seinen Raum hat. Nee, das stimmt nicht. Nee. Dann ist ich denke mal an Oni, ne? Warte mal. Oni. Wo ist denn der Oni? Ja, weil, da. Gefrier und Dot. Ja, Gefrier und Dot. Dann hier Stärken. Wenn Menschen in der Nähe sind, werden Oni deutlich aktiver und zerren an Geisterzustand. Alle um sie herum, wenn sie erscheinen. Schwächen. Oni verschwindet wenig häufig, während er eine Beute jagt. Hä? Oni verschwinden weniger häufig, während sie eine Beute jagt. Also der haut nicht ab. Ja, also ist halt dauerhaft sichtbar. Ja, ja. Es wird ein Oni sein. Ja, also ich nehme mal. Gefrier. Dot und Gefrier, ne? EMF5, Gefriertemperatur. Ja, habe ich. Habt ihr alle? Ja. Na gut, dann machen wir das doch mal.
Weil ich war ja in seiner Nähe und der ist ja gleich steil gegangen. Und der hat an der Sanity gelutscht. Ja, ja, das auch, das stimmt. Das ist nicht gerade wenig. Ein Spirit. Spirit. Gott. Warum sind wir immer so... So, jetzt... Nehmen wir mal die Taschenlampen da raus, Dana. Ja. Taschenlampen. Equipment. Ach, hat er bei mir schon automatisch gemacht hier. Wir haben jetzt... Nee, wir haben immer noch die alten Taschenlampen. Wieso haben wir denn die alten Taschenlampen? Ja, weil du jetzt automatisch die alten Taschenlampen reingemacht hast. Dann nehmen wir die Upgrade. Im Shop. Hä? Ich nicht. Machen wir die mal raus. So. Upgrade Abelia mit dem Shop. Wieso kriege ich die denn nicht? Dann leuchtet intensiv. Buddy in your channel timed out. Buddy entered your channel. Also. Wir hatten die doch letztens gehabt. Wieso kriege ich die denn jetzt nicht? Aber warte mal. Ich hatte nur ein Timeout. Level 35, gesperrt Voraussetzung, Level 35, Taschenlampe 2, ach so. Nee, aber ihr müsst die Taschen, die alten Taschenlampen rausnehmen. Ja, habe ich ja. Die sind raus. Und verkaufen, die alten. Verkaufen. Komplett verkaufen, die alten Taschenlampen. Ja, Moment. Dana auch. So. Die alten Taschenlampen alle verkaufen. Ja, ich habe nichts mehr. Ja. Und dann gehe ich in den Shop rein. Nee, dann gehe ich in den Equipment Manager und mache jetzt hier. Ah, jetzt. Okay. Aber also Taschenlampe. Ich kriege die neuen Taschenlampen nicht. Weil du sie ja immer noch nicht freigeschaltet hast. Doch, wir hatten die doch letztens gehabt, haben uns doch beschwert, weil die nicht richtig hell waren. Ja, die hab ich. Du? Ich hab die doch gekauft. Ja, wie muss ich die freimachen, wenn ich 3000 Euro hab? Ja. Ja, also kann ich ja nicht. Musst du die da reinmachen? Da noch nicht reinpacken. Nein. Raus ja. Und verkaufen. Ich kann die nicht verkaufen, meine drei. Natürlich, wenn du auf Shop gehst. Ja, hab ich. Die blau, die Taschenlampe anklickst, steht da unten rechts. Verkaufen, 15 Dollar. Ach da, okay, ja, Entschuldigung. Ja, okay. Dann alle weg, die da bei, im Inventar sind. Mhm. Ich hab keine mehr. Da ist ja immer noch eine drinne. Die ist rot, das ist von Dana. Ja. Im Management. Equipment Manager. Ist noch ein roter Würfel. Ich habe nur hier stehen. Aber ich kann nur drei dazu packen. Ja, und der erste schwarze ist immer, den sie uns schenken. Machen wir einfach mal. So. Okay. Boah, ich habe hier keine mehr. Und das meiste hab ich schon wieder reingehauen. Ey, leg mich doch am Arsch. Ich muss diese Automatik doch wahrscheinlich deaktivieren. Ja. Ja. Ach ja. Ich bin Zweiter. Also so allzu lang kannst du jetzt nicht Erster gewesen sein. Beim Mundfall. Ja. Da ist das Mikrofon. Naja. Eieia. Wollt ihr eine Pizza? Eieia. Echt eine Macke, ne? Was, deine Katze? Auf dem warmen Rechner sitzen. Ja, nun. Die weiß, was gut ist.
Wir warten auf Danarius. Kein Wunder, dass der Lüfter hinten so staubig schon ist, weil er ja nach oben gar nicht so rausgeben kann. Na, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, jetzt hier. Entkomme dem Geist während einer Jagd. Zeichne ein Geräusch mit dem Mikrofon auf und schieße ein Foto vom Geist. Alles klar. Was haben wir denn hier stehen? Täglich herausfinde Geist heraus. Lass ganz durch Salz wandern. Auch hier. Spielen mit einem anderen Jäger. Hä? Sollen wir da drinnen jetzt spielen, wir beide, oder was? Nein, einfach nur zusammenspielen. Also, lasse ein Geist durch Salz wandern. Auftrag spielen. Reset, okay. Einer von drei. Ja, und was sind denn die Herausforderungen? Schließen perfekte Spiele ab? Ja, okay. So, was machen wir mit der Taschenlampe jetzt hier? Okay. Dann nehme ich das wieder mit. Was war das nochmal? Ich nehme erstmal Futter, aber wir müssen die erstmal suchen. Oh ja, ja. Wollt ihr aber in die Fresse reingeleuchtet, Junge? Guck da. Ah, da unten rechts. Na, Garage. Ja. Da noch. Alter, da ist die Tür. Ehrlich, du, ich habe jetzt auch gesucht, ey. Ich gehe jetzt erstmal eben direkt den Kasten anmachen. Hier ist die Tür auch bei der Garage. Also, leicht, ich habe auch hier Zucken schon. EMF. Strom ist an. Also, ich würde mal sagen, komm mal in die Garage und guck mal mit deiner Kamera hier. Weil ich habe hier... Den lasse ich mal auf. Den lasse ich auch mal auf. Ne, tut sich nichts. Ne, tut sich gar nichts. Weich. So. Licht an, das kann ich... Ja, ich mache ja wieder aus. Ich wollte nochmal gucken, ob ich den ärgern kann. Danarius, hattest du schon mal irgendwo einen Knochen gefunden? Nein, dann hätte ich schon gerufen. Hättest du mich angeschrien, Dana? Ja. So richtig, hey, Wessi, du gut aussehender? Ja. Ja, siehst du? Da kommt's raus, ne? Irgendwo oben rum geistern. Wer hat den Schlüssel geklaut? Gib uns ein Zeichen. Hat er mir jetzt Zeichen gegeben? Nicht. Wo bist du? Bobby? Ja? Oben im Bad ist ein Beckenknochen. Ich komme. Alle klar, da haben wir ihn doch schon. Dann machen wir mal ein Foto. Und nehmen ihn direkt mit. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Mal die Toilettenspülung. Wer hat Radio angemacht? Keiner. Nein, keiner. Vordere Schlafzimmer. Treppenhaus. Ja, hier aber auch schon Dreier. Volle drei. Immer noch drei. Also er scheint wohl, er will wohl mit dem Radio sprechen. Ja, dann machst du das Radio mal aus. So. Bist du hier? Wie alt bist du? Sollten wir mal rausgehen. Wo kann man sehen, ob man alleine sein muss? Jetzt habe ich hier irgendwas gehört. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Absolut gar keine Reaktion. Gehen wir doch mal hier lang. Hallo, Geist, bist du da?
hat rot aufgeleuchtet. Ja, pass auf, dann lasse ich den EMF mal auf dem Bett liegen und hol eben dort. Bist du hier? Kannst du reden? Hä? Der ist wieder rot aufgeleuchtet. Wo bist denn du? Na, ah. Wohnzimmer. Okay. Ich hab volle 5. Ja. Handelt auch, glaube ich, ne? Ich habe ihn fotografiert, der steht da vorne. Ich werd wahnsinnig. Ich lauf den genau in die Schulter rein, ey. Wo denn? Hier auf dem Flur, oder? Ja, ja, da wo der Klavier ist, an die Ecke. Nee. Bist du unten? Nee, nicht wo der Klavier ist. Ach, oben da, an die Ecke. Ich weiß nicht mehr, da oben in der Ecke war der. Kommode hier, oder? Guck dir doch das Foto an, vielleicht weißt du, wo ich da bin. Oh, wahr. Also ich habe auf jeden Fall das Event geschafft, schieß ein Foto vom Geist, das haben wir. Und EMF war voll, kann man das denn, ja, kann man nehmen, ne? Ja. War voll 5. Du dachtest, Geisterbox, ne? Gut, dann wird man Spirit, Gespenst oder die Zwillinge. So, schwierig, schwierig. Ich hol mal hier dort, Kamera hast du ja da reingeschmissen, ne? Ja. Ja, warte mal, wie viel Sanity habe ich denn noch? Auf jeden Fall. Oh, der hat ganz schön gefressen an Sanity bei euch. Hast du jetzt ein Foto von dem Geist gemacht? Oh, das ist ein Mädchen, hat gelacht hier. Ach, hinten, ganz hinten beim ganz hinten im Schlafzimmer da. Ja. Also wahrscheinlich nicht da, sondern eher hinten, die Aktivität. Ja, hier, ganz hinten hier. Hier, wo ich den Dot hingelegt habe. Ja. Da müsstest du eine Kamera hinstellen. Hier bin ich. Ja, ich bin die Kamera gerade. Okay. Achso, aha, ich habe noch den ganzen anderen Plunder. So, und jetzt musst du da runter und da habe ich den Dot hingeschmissen. Mal kurz dahin. Warte mal, ich nehme den mal. Bist du hier? Ach, Alter. Leck mich am Arsch. Wo bist du? Ich gehe nach Hause, hier ist so laut. Die geistert er hier so auf dem. Ich glaube, die geistert er hier auf dem Flur rum. Na, da musst du den Dot nehmen, den habe ich hier hinten hingeworfen. Bist du hier? Wieder aktiv. Ja, der ist an mir vorbeigegangen. Das ist der Fischschister. Wen hat er erwischt? Dana auf Toilette. Echt? Wo denn? Wo er ist so gemein. Hier im lila Zimmer. Da. Ey, da hast du gehört? Ja. Nur raus hier. Mir geht der Popo in Hose. Ja, die. Boah. Er hier auf dem Flur aktiv. Ja, warte mal. Also entkommen den Geist während einer Jagd. Also sie hat auf jeden Fall die Tür zugeklatscht. Hinter mir so. Ja. Du hast den Dots immer noch nicht genommen, oder? Hier die Treppe runter. David, komm sofort raus. Du hast nur noch 0%. Geht nicht, sie handelt. Ja. Ganz rauskommt, David, sie hat aufgehört. Aber ganz schnell, Digga. Wieder so. Jetzt war es eher so das Kinderzimmer. Ja, das sind Zwillinge, hundertprozentig. Weil der war einmal da hinten in der Ecke, wo ich da gesagt habe. Dann war er dann sofort auf Toilette bei Dana und jetzt ist er wieder woanders. Ultraviolett geht nicht, der hat nichts angepackt. Also ein Geisterbuch wäre Spirit. Gefriertemperatur wäre Zwilling. Aber ich habe keine Qualmwolke gesehen. Ey, war auch nicht, war 20 Grad. Dot wäre ein Gespenst. Geisterorb kannst du rausschmeißen, da ist es nix. Ja, was können wir nehmen? Ich weiß ja nicht, hast du einen Dot irgendwo?
Nee, man kam ja gar nicht dahin. Ja, stimmt. Die Kamera, die steht auch irgendwie total scheiße da. Ja, ja. Sollen wir wieder Rate machen? Ah, doch, dort. Ja? Orb, ja. Orb oder dort? Orb. Geister. Geisterbobbel. Also ein Orb. Nee, ja. Kann ja nicht. Doch. Weil er gibt mir hier an, dass dann nichts wäre. Naja, gut, ja, okay. Links, also wenn man die Treppe hochkommt, wohl geradezu. Ein Orb. Raum. Er kam da nämlich gerade links aus dem Raum raus und ist wieder reingezischt. So, eindeutig Orb. Geister Orb. Dann ist Geisterbox nicht. Jaihu oder Opake? Also ich würde Dot, Geisterorb und EMF nehmen. Ein Raiju. Wir müssen, also ich muss da also nochmal rein. Was macht denn der Raiju? Da haben wir ihn. Mein Zwankeln hier. Ja, Stärken ja. Eines Raijus wäre, ein Raiju kann elektrische Geräte in der Nähe Strom entziehen, wodurch er sich schneller bewegen kann. Schwäche, Raiju stören ständig elektrische Geräte, sodass sie bei Angriffen leichter aufzuspüren sind. Nee, das ist nicht Raiju. Das haben wir nicht gehabt. Dann nehmen wir mal hier Dot wieder raus. Was macht der Obake denn? Mal gucken. Geister. Obake wäre zu den Stärken bei der Interaktion mit der Umgebung, hinterlässt ein Obake seltener eine Spur. Selten, also gar nicht. Schwäche, manchmal verwandelt sich dieser Geist und hinterlässt einzigartige Spuren. Ja, was denn jetzt? Man kann halt nur noch mal Arsch auf einmal rein da, ne? Wo ist denn das Buch? Buch wäre gar nichts. Also Buch ist raus. Kruzifax. No more. Gefriertemperatur. Pass auf, Gefriertemperatur wäre auch raus. Ja, ja. Also sie kam dann scheinbar echt aus dem Kinderzimmer hier. So, pass auf, wir haben hier nur Ultra. Kinderzimmer ist nämlich wieder. Ja, pass auf. Geisterbox, Buch und Temperatur kannst du rausschmeißen. Die gibt da keine Geister an. Bei Ultraviolett haben wir dann ein Obake. Und bei Dot haben wir ein Raiju. Du hast jetzt zwei, die wir nehmen können. Ich würde für Dot, weil wir haben kein Dot-Dings hingestellt. Waschbecken angemacht hier, ja. Also ich tippe definitiv auf Dings hier, ist klar, auf Geisterorb, weil den habe ich definitiv gesehen hier, den Orb. Ja, okay, mach ja stimmen. Ich jetzt dahin. So, das Buch packe ich jetzt hier ins Kinderzimmer rein. Und den Dot schmeißt du da rein. Zum zweiten Mal die Tür zugemacht. Ja, und ein Dot müsste auch da liegen. Kruzifax liegt auch schon da. Dottigen liegt jetzt auch hier so Richtung Kinderzimmer. Ja. Naja, mal ein bisschen weiter nach hinten, dass man mehr abdeckt. Ja. So. Jetzt beobachten wir das Ganze. Ja, Dot. Eindeutig ist da so schön durchgelatscht. Wunderbar. Ein Raiju. Ja. Bubbel. Der ist hier an der Tür. Der geht langsam rauf und wieder runter. Genau. Also das ist dort eindeutig rein, wie du gerade hingelegt, deshalb kam der. Ja. Und in der Mitte von der Tür ist der Bubbel. Ja, da ist der Bubbel. Ja, dann haben wir ihn doch. Raiju. Wunderbar. Einfach nur noch mal, so was fehlt hier ja jetzt noch. Ja, dann kommt der Geist und können wir im Arsch lecken. Parabol, ne? Da willst du halt wieder riskieren, ja? Du machst wieder einen auf Macker, ja? Parabol, ja. Ja, weißt du, Leute, nur weil er bei der Marine ist und da so einen komischen Nussknacker da fährt, weißt du, macht er jetzt hier einen auf Mann. Diese Bubele. Ich hab manchmal den Verdacht, die gehen manchmal nur durch den Dot, wenn keiner mehr da ist. Ja. Ach egal, wir haben ja den Geist.
Eben. Oh, guck mal, hat schon gereicht. Aber jetzt, wir warten aber nicht auf den Geist, ne? Nö, ist doch erledigt. Nochmal, ja, aber nicht das Entkommen. Der Geist während einer Jagd. Wir sind doch den Entkommen, der ist doch da, der ist doch an mir vorbeigegangen. Ja, der hat sich ja Dana geschnappt. Achso, der hat sich auf Dana fokussiert, oder was, ne? Ja. Naja, gut, dann drück, komm. Und Abfahrt. Und Abfahrt. Ja. Ja, also, wenn es das jetzt war, hat es sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, reinzustürmen. Ja, okay, das war Juraj? Das kann doch nicht wahr sein. Nee, da stimmt was nicht. Wir haben, da waren Dot eindeutig Dot, ihr könnt mal die Videos sehen, da sieht, wie der da durchgeht, das ist ein Dot auf jeden Fall gewesen. Weil, es ist ja schön, dass ich das aufgenommen habe, dass ich das Video hier habe. Das könnt ihr sehen und dann... Das ist ja eine Yokai war das jetzt, ne? Ne, Juraj. Also da stimmt was nicht. Geister Orb, Gefriertemperatur und Dot. Also doch Gefriertemperatur. Wir haben Dot. Gefriertemperatur war bei mir noch 20 Grad. Ja, aber der sagt ja hier 20, ja, ne? Also wir haben ja genommen Dot, Orb und EMF. EMF 5. Ja. Aber der war EMF. So. Und was war das nochmal, was du da hattest gerade? Der Juraj? Na, Gefriertemperatur. Also war nicht richtig, oder was? Nö. Also das heißt also, wenn der uns erscheint kurz und das Ding schlägt aus, ist also nicht ausgeschlagen. Oh. Das ist jetzt, soll mal einer schlau werden mit, das ist ehrlich. Also ich verstehe es nicht. Naja, gut, komm, zack, nächste aus. Oder haben wir schon drei? Nein, das war zwei. Ja, meine ich doch. Ey, wir sind mit der Schulter davor. Vorsicht, Junge, ja. Also. Ich kann keinen bereit machen. Keinen Auftrag ausgewählt. Ach so. Da. Ja, ich bin noch dabei. Ach so. Jetzt mit Balkon. Aber Grobi hat seine Taschenlampen auch nicht verkauft. Ich hab doch neue drauf, oder nicht? Hä? Glaub nicht, weil. Warte mal. Diese einfachen. Ja, warte mal. Ich gehe auf Minus, ne? Ja. So, Minus, Event Minus. Er wird mir jetzt in den Shop rein. Ja. Kriegst die alte Taschenlampe an. Die und alte sie an und dann gehe ich auf Verkaufen. Der lässt sich nicht verkaufen. Ja, aber ich habe jetzt verkauft. Ich habe jetzt keine mehr drin. Ja. Weil ich kann dann halt die neuen Taschenlampen wieder reinpacken. Ja. Okay, dann können wir ja wieder bereit machen. Bleibt nicht zu lange im Dunkeln. Dieses Gebäude hat eine echte Vergangenheit mit komischem Kopf davor. Auf dem Weg nach... Oh, ey, jetzt sind wir zusammen, Dicker, oder? Ja. Jetzt waren wir doch gleichzeitig, meine ich. Und das Kuriose ist, ich hatte ja den Schreibtisch aufgeräumt, alles angeschlossen. Das Einzige, was ich nicht angeschlossen habe, war Internet. Aber ich habe WLAN gehabt, das habe ich gar nicht gemerkt. Und ich habe 2 Tage gespielt. Mit WLAN. Bis ich da mal gemerkt habe, Moment, wieso ist denn da hinten der Netzwerkkabel da an der Heizung? Scheiße, habe ich vergessen einzustecken. Habe ich die ganze Zeit mit WLAN gespielt. Aber ich habe WLAN ausgeschaltet jetzt hier auf meinem PC. Oh. Braucht man nicht. Das wusste ich ja jetzt nicht. Ich weiß ja, ich wusste gar nicht, dass der WLAN überhaupt an ist. Das war von Anfang an wahrscheinlich immer an. Die 99% Dana müsste jetzt jeden Moment kommen. Und 2, da ist er. Siehst du? Zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon auf.
Erreiche eine durchschnittliche Sanity von unter 25. Entkomme den Geist während einer Jagd. Das haben wir doch schon mal gehabt. Soll mich nicht wundern, dass er auch wieder der gleiche Geist ist. So. Dann wäre es ja wieder ein Rayub. Okay. Mein Gott. Oh Gott. Na ja, gehen wir erstmal gucken. Schönes Haus. Moin. Moin. Ah, jetzt ja, eine Insel. Oh, 5, 5, 5, 5, 4 am Kamin. Und wie? Oh. Das ist wirklich dann. Boah, der hat aber hier voll ausgeschlagen. So, leck mich da drin, ey. Beweise, EMF 5. Aber sowas von. Ich hol direkt dort, stell die Kamera auf. Boah, der hat voll ausgeschlagen, ey. Kommt's gerade die Tür rein. Das ist aber halt die Frage, ob er jetzt noch wandert, ne? Ja, das müssen wir ja jetzt feststellen. Was war das? Na, er hat hier rumwandaliert. Was hat er gerade umgeschubst? Die Gabel. Er hat Licht angemacht. Auslassen, auslassen. Ach, warum fotografiere ich jetzt schon wieder? Und noch ein Dot. Ist schon mal keiner zu sehen. Bist du hier? Ob hinter dir da, David. Hinter mir ist ein Orb. Ja, ja. Und dein Popo war der gerade. Ein Rayu oder ein Opake. Keinen Orb gesehen gehabt. Ja, ja, der war gerade da. Der war hinter dir direkt. Das kann aber auch ein Projektor gewesen sein, oder? Nee, nee, der war richtig sich so, wie ein Orb sich bewegt. Da müssen wir wahrscheinlich die Kamera drehen. Sagen dort, aber du bist da gerade mit dem Dings reingewatschelt. Ja. Mal auf, jetzt stellen mal die Kamera weiter zur Treppe hin und nach dem Wohnzimmer hin. Na. Wie nimmt man das nochmal? F, ne? F? Nee. G? Ah, jetzt mach ich ja wieder ein Foto, ey. Jetzt habe ich ihn, okay. So, jetzt stelle ich den mal hier in die Ecke rein, genau hier so. Ja. Siehst du was so? Kein Ob zu sehen. Ist die Kamera noch an? Naja. Okay. Ja, doch, über dem Tisch. Ne? Doch ein Ob, ne? Alles über, klar. Über dem Esszimmertisch. Ja. So, dann haben wir ja zwei zur Auswahl. Einmal Rayu. Was macht der Rayu? Oder Backe. Was macht der Rayu denn? Wo ist er denn? Das Buch kann man definitiv ausschließen. Rayu. Die Friertemperatur kann man ausschließen. Dort Projektor macht der Rayu. Geisterbox kann man ausschließen. Also Ultraviolett oder Dotti. Geisterbox, Geisterbuch. Nee, ach du Spirit meine ich. Nehme auch kein Spirit. Wie war der andere nochmal? Der war der Obake. Oh, Ultraviolett oder halt Dot-Projektor. Wo ist denn der Obake hier? Ah, da. EMF Ultra Geisterorb. Gut, die zwei haben wir ja. Schwäche, manchmal verwandelt sich der Geist und hinterlässt einzigartige Spuren. Dann gehe ich doch mal mit dem Grünzeug rein, ne? Ja.
Ja, und ich behalte den dort Projektoren. Da müssen wir aber, glaube ich, mal alle raus aus dem Raum. Ich habe manchmal das Gefühl, das funktioniert nur, wenn wir alle draußen sind. Genau, komm mal eben raus, Dana. Lass mal eine Minute mal beobachten. Wenn sich dann nicht was tut, also hier auf der Tafel haben wir schon drei, also zwei aktuelle Gesamtaktivität. Ja, super. Da ist der Orb. Tut sich nichts. So, ich gehe mal rein mit dem violetten Teil. Also müssen wir sowieso das Licht hier ausmachen, ne? So. Ne. Ja, den zwei immer. Jetzt ist er im anderen Raum, oder? Nein, der wird hier vorne sein, weil hier ist ja auch der Orb. Ja, stimmt. Also violett ist nicht. Das andere war, ich mach mal mit Telefon, ne? Nee, brauchst du ja nicht mehr. Warum nicht? Kannst du ja schon ausschließen. Ist nur noch Dot oder Ultraviolett? Dot oder Ultraviolett. Stimmt. Weil der Rest, da verschwinden alle anderen. Ja. Mal Salz hin. Dana, beobachtest du den Monitor mal? Ja, mach ich. Weil die Projektoren, die müssen mal anders hingelegt werden. Ne? Wie kann ich denn jetzt den Salz anmachen hier? Ah, mit F, ja. So. Irgendwie nicht gut. Einer muss hier hin. Der andere hier so. Die zwei Beweise haben wir ja. Obake. Oder Rayu. Obake. Obake sind furchterregende Gestaltwandler, die viele Formen annehmen können. Man sah sie humanoide Form annehmen, um ihre Beute anzulocken. Stärke bei der Interaktion mit der Umgebung hinterlässt ein Obake seltene Spuren. Schwäche, manchmal verwandelt sich dieser Geist und hinterlässt einzigartige Spuren. Also ich denke mal nicht, dass das ein Obake ist. Dann haben wir ja den Rayu. Rayu, da, Rayu. Ein Rayu ist ein Dämon, der sich von elektrischem Stromfluss ernährt. Obwohl sie im Allgemeinen ruhig sind, können sie aggressiv werden. Mach mal die Lampe, die kleine Taschenlampe, die Lampe an da. Stärke. Ein Rayu kann elektrische Geräte in der Nähe Strom entziehen, wodurch er sich schneller bewegen kann. Aber sei vorsichtig. Rayu stören ständig elektronische Geräte, sodass sie bei Angriff leichter aufzuspüren sind. EMF-5, Geisterorb und Dot. Also du müsstest da in den Raum mal Licht machen. Mach ich aber auch, ja. Da, dort. Ja, dort. Jo, alles klar, komm ja. Raus, dort. Oh, ah. Dadurch Salz gerade gewaschen. Ja, das ist, ja, warte, da haben wir noch ein Foto schnell. Gibt ja auch Geld. Direkt vor der Tür. Ja, ich weiß. Oder da, wo ihr ihn denn gesehen habt. Gleich vor der Tür, da. Direkt vor der Tür, ja. Ah ja, guck mal, da haben wir noch schöne Fotos, schön, wunderbar. Wunderbar. Wieder reingehen. So, ne, haben wir alles. Oh, ich bin da ja stumpf, ich gehe da ja einfach rein. Entkomme den Geist, zeichne ein paar Geräusch mit dem Parabolmikrofon, erreiche einen Durchschnittswert von Cinity. Wir haben auch jeder hohe Cinity. Mal hier ein Parabello. Willst du das echt noch machen? Ich stelle mich einfach wieder hier vorne an der Tür. Ach so, ja gut, wenn das geht. Dachte dann, Dana guckt schon nach. Sag mal Bescheid, wenn das ja. Erledigt ist.
Muss ein Stück, muss ein kleines Stück rein, oder? Geht doch bei der Tür. Also. Bogeli, Bogeli. So, jetzt ist der Orb da bei dir. Direkt vor dir. Mhm. Das heißt, das Schmuckstück steht also auch vor dir. Der zeigt dir gerade den Mittelfinger. Oh. Ach, egal. Sorry doch. Er will nichts sagen, denn halt nicht. Nö. So. Hup. Abfahrt. Alle eingetragen? Ja, ja. Ach so, nehmen wir mal. Dot-Projektor. So, jetzt habe ich's. Ayu. Coaching. Initialisiert. Boah, schon wieder eine Stunde für die drei, ey. Ein Rayo. Ich mache mir jetzt richtig. Ja. Reicht das für Level 20? So. Oh, kurzer, bleibt der, kurz, knapp bleibt der stehen bei mir. Sieht wie man der. So. Ja, ich denke mal, das war da wohl, ne? Upgraden. Bei 3000. So. Ich glaube, ich muss mal dieses Automatik-Scheiß da ausmachen. Alte EMF weg. Und neue EMF deaktiviert. Neue EMF ist doch viel besser. Also ich muss jetzt wieder normal eingeben. Ich habe dieses Loadout aktiviert ausgemacht. Dieses so. Automatisch laden da, weißt du? Ging mir das schon ein bisschen auf den Sack. So. Jetzt sind wieder alte Taschenlampen drin. Ja, ich verstehe das nicht, ne? Ich, ja, ich hab null. Ich hab null. Ich hab drei da drin stehen. Auf dir selber hier wahrscheinlich. Wow. Ja, soll ich doch. Ne, Donner, du hast Taschenlampe rot, alles hier, alle vier sind rot. Ja, und ich hab hier null drin stehen. Ich kann auch nichts verkaufen. Ich kann auch nicht Minus machen, ne? Hm. Kann nur kaufen, ja, aber nicht verkaufen. Okay, warte mal. Verkaufen. Egal, zumindest. Ich habe verkauft. Ich habe jetzt verkauft. Sehr gut. Aber ich will meine. Na, da muss ich 3000 haben. Ach, das ist doch zum Kotzen. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich mal sagen, das war mal heute wieder. Hat mal wieder Spaß gemacht. Und ein Abo wäre nicht schlecht. Daumen nach oben wäre mir recht. Daumen nach unten. Ihr kennt mich, ein Feedback in die Kommentare. Man kann nur besser werden. Schaut auch mal bei David Rostock rein. Und Telefon geht. Wie gesagt, ich wünsche euch alle ein. Was soll ich sagen? Ein schön. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Weil das ist. Micha aus Dänemark ruft mich hier gerade an. Warte mal. Hallo Dänemark. Hör mal, du bist hier gerade. Wir sind hier gerade am Aufnehmen. Ich zeig dich mal hier. Das ist mal Micha aus Dänemark. Hallo. Wir sind. Wir sind hier gerade Phasmophobia am Spiel. Okay, dann will ich nicht weiter stören. Du störst nie, das weißt du doch immer. Das weiß ich. Aber dann wäre ich auch ins Teamspeak gegangen. Ja. Aber ich habe gerade dein Dings gesehen, dein Status. Ich wollte dir sagen, der Himmel ist hier angekommen. Ja, ne? Super. Alles klar. Bis später. Alles klar, ciao. Bis dann, tschüss. Da ruft der Ex aus Dänemark hier an. So, dann habt ihr das alle live mitgekriegt. Ja, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Jo. Ciao. Ciao.